Hallo, liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Wahrheit aus der Bibel. Die Bibel sagt also in Johannes Kapitel 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. So, ich mache weiter so mit dem Thema das andere Evangelium und der andere Jehoshua Mashiach. Also, wir hatten letztes Mal über den Zehnte gesprochen, also diese Kirchensteuer, die 10%, also die man aus seinem Einkommen nimmt und an die Gemeinde oder irgendeine Kirche oder Organisation gibt. Und wir hatten gesehen, alle zusammen gesehen, also dass die heutige Christengemeinde diese Kirchensteuer also nicht mehr zahlen darf. Halleluja. Mit Bibelverse, also aus der Bibel, könnten wir zeigen, dass der Zehnte also für die Gemeinde heutzutage nicht mehr gültig ist. Halleluja. Also ich möchte gern weiter in diese Richtung gehen. Dann nehmen wir unsere Bibel in 2. Korinther. Bevor ich weiter lese, möchte ich dem Herrn danken, Jehoshua Mashiach, danke für diesen Moment, danke für dein Wort, danke Herr für alles, was du tust, und ich bitte Herr, dass du mich heute noch führst, im Namen Jehoshua Mashiach. Amen. Also in 2. Korinther, Kapitel 2, es ist wichtig zu verstehen, also dass die heutige Gemeinde, also dass viele Leute in verschiedene Konfessionen, also ich sage nicht, dass alles falsch ist, dass alles schlecht ist, nein, aber dass viele Leute wie im Gefängnis sind. Die Freiheit, unser Herr zu dienen und zu loben und zu preisen, also zu dienen, haben viele Leute nicht bekommen. Einfach, weil sie von dieser ganzen, also von falscher Lehre, von falschen Pastoren, Leiter, falschen Gemeinden, einfach als Sklaven, also gebunden sind. Also die sind da drin und die denken, dass alles, was da drin ist, so ist. Und das ist der Grund, deswegen ist es also sehr wichtig, dass man selber in der Bibel forscht, selber also eine Beziehung mit dem Herrn aufbaut. Halleluja. Lieber Geschwister, wir sind in einer Zeit, wo die Leute unbedingt rekrutieren wollen. Ziel ist also, Menschen zu rekrutieren. Wenn man so viele Leute hat, dann kann man also sein Geschäft schon aufmachen. Und viele sind auch in diese Richtung gegangen, weil sie sich also als die denken, ja, ich wurde also vom Herrn berufen und sehen diesen Dienst als Diener Jehoshua Mashiach wie ein Geschäft. Dort können sie also reich werden, dort können sie also Geschäft machen und. Letztes Mal hatten wir also vom Geschäft mit dem Wort Jehoshua Mashiach gesprochen. Und das sieht man heutzutage so oft. Man sieht also jemanden, er sagt, er ist berufen, was, also irgendwelche Dienst. Und in seinem Kopf denkt er bloß, ja, irgendwann will mich also der Herr segnen mit Reichtum, mit Geld und, also finanziell segnen. Und dann, ohne zu wissen, fällt man direkt in dieses Loch. Also da gibt es also ein Loch, man fällt da drin, man denkt, okay, da kann man schon also irgendwelche Geschäfte mit dem Wort Gottes tun.
Und viele wissen überhaupt nicht, also solange sie da drin bleiben, sind sie auf dem Weg zum Hölle. Also, Paulus sagt uns in der Bibel, also in der die Bibel sagt uns in 2. Korinther Kapitel 2, ich lese ab Vers, ich lese nur Vers 17. Entschuldigung. Ich lese Vers 17. Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes, wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, sondern wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Halleluja. Ich weiß nicht, also ob ihr schon diese Verse gelesen habt. Aber wir sehen hier, also wie Paulus sagt ganz klar, wir handeln nicht. Es ist sowas, wie wir andere Übersetzungen sagen, wir machen keine Geschäfte. Wir handeln nicht, also wir treiben keinen Handel. Es ist Geschäft machen. Wir machen sowas nicht, also mit dem Wort Gottes, mit dem Wort Elohim. Versteht ihr das, lieber Geschwister? Und er sagt, wie die meisten. Halleluja. Wie die meisten, es ist einfach wie vielen. Das heißt, es gibt viele, die das machen. Deswegen hatte den Herrn, also hatte ich also letztes Mal diese Klammer aufgemacht über den Zehnte. Und dann haben wir, könnten wir alle zusammen sehen, dass die heutige Christengemeinde diese Kirchensteuer nicht mehr zahlen darf. Und die Bibel sagt, dass die Christen heutzutage, die Christen, die nach der Bibel, nach dem Wort Gottes leben, die geben freie Spende, freiwillige Spende vom ganzen Herz, weil unser Herr ein fröhlicher Geber, also er liebt, wenn man also fröhlich gibt. Aber diese sogenannte, diese Zente, diese Kirchensteuer, die Leute fühlen sich also gezwungen, das zu geben. Und dann noch, dann nehmen sie noch diese Vers und sagen, okay, solange, wenn du nicht gibst, dann bist du verflucht. Ich habe Familien gesehen, die kaputt gegangen sind. Einfach, weil in ihrer Gemeinde jeden Sonntag, die gehen in die Gemeinde, die werden ausgeraubt. Ausgeraubt. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht bemerkt? Wie viele Spenden, wie viele Opfergabe? Oh, das ist also eine spezielle Opfergabe. Erste, wir geben für das, die Leute geben. Und dann geben wir für das, für das, für das. In einem Tag. Die Leute werden sowas wie ausgeraubt. Und da stecken so viele falsche Lehre über diese Zente. Ich kenne sogar ein paar Leute, die haben sogar ein Buch. Ihre Buch, also Zente, also das Buch für ihre Zente. Ihre 10%, ihre Kirchensteuer. Die schreiben immer, wie viel sie zum Herrn gegeben, dem Herrn gegeben haben. Und dann nehmen sie dieses Buch und sagen immer, Herr, du hast doch gesehen, wie ich gegeben habe. Dann segnet mich, segnet meine Kinder und. Aber die leben in der Sünde. Was für eine Heuchelei. Die Leute denken, dass, also diese Wohlstandprediger, wenn sie diese ganzen Sachen predigen, meine Güte, Herr, die sind so, die sind so sicher, aber die Leute sind immer noch in Gefangenschaft, in ein Gefängnis. Sie müssen das tun, wie der Typ da vorne sagt. Du musst das geben.
damals, als ich also das den Herrn also mich mal so die Augen aufgemacht hatte, ich hatte also einen Traum. Ich wollte diese Zehnte, also die 10%, also von meinem Einkommen geben. Also, lieber Geschwister, denkt nicht, dass ich gegen die Leute bin und. Nein, ich bin bloß, ich finde, dieses System raubt die Leute. Es ist also ein falsches System. Es hat überhaupt nicht mit dem Wort Yeshua Mashiach zu tun. Ich war auch drin. Ich habe das auch getan. Ich war auch angekettet. Nicht frei. Es gab Momente, wo ich also mehr geben wollte. Aber nein, ich musste meine 10% geben. Und wenn ich die 10% gebe, da freue ich mich. Und wenn die Dinge in meinem Leben also nicht richtig gegangen sind, habe ich immer, dann komme ich her. Du siehst doch, wie ich gebe. Aber der Herr sagt, gib dein Leben. Wir sollen unser Leben geben. Und nicht also auf materiellen Sachen, uns materiellen Sachen konzentrieren. Geld. Es ist gut zu geben. Aber fröhliche Geber müssen wir, sollen wir sein. Halleluja. Also der Herr zeigte mir also in einem Traum, ich hatte meine 10% beiseite gelegt und wollte mich etwas kaufen. Ich wollte was also für mich kaufen, also einen Anzug. Dann bin ich gegangen, ich habe also einen Anzug gekauft mit diesen 10% und ich hatte mich so schlecht gefühlt. So schlecht. Aber dann in dem Traum sagte mir jemand, also warum? Es ist alles in Ordnung. Und letztes Mal hatten wir gesehen, dass damals verschiedene Arten von Zehnte gab. Diese 10% Zehnte, also was du essen darfst. Und dann denkst du an, hast du also an die Leviten gedacht? Die Armen, die Witwe, die Waisenkinder, die Ausländer, Fremde in deinem Land. Und dann haben wir noch gesehen, diese Zehnte von Zehnte, also was die Priester, also was die Leviten an die Priester gegeben hatten. Alles ist da drin. Also das ist beiseite gelegt. Aber schau mal, also was heute passiert in viele Gemeinden. Diese sogenannte Opfer. Wenn du so viel gibst, dann wirst du gesegnet. Wie viele Leute haben 1000 Euro in dem Saal? Wie viele Leute haben 100 Euro? Wie viele Leute haben so und so und so? Mein Bruder, meine Schwester, wenn du in einer Gemeinde bist, wo sowas passiert, ich sage, ich rate dich, rennt weg. Schnell raus aus dieser Gemeinde. Ja, raus, schnell weg. Dann bleib zu Hause und betet für diese Leute. Weil wenn du weiter da drin bleibst, dann wirst du richtig ausgeraubt. Wenn du sowas siehst, dann weißt du, der andere, ein anderer Jesus, ein anderer Yeshua Mashiach herrscht in dieser Gemeinde. Der Herr Yeshua ist nicht da drin. Da drin ist also ein anderes Evangelium. Yeshua Mashiach ist nicht drin. Halleluja. Also die Bibel sagt uns ganz klar hier, wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes. Habt ihr gesehen, lieber Geschwister, wie diese Pastoren sind also von Pastoren zu Coach geworden, Trainer geworden. Die sehen genauso gleich wie diese Motivationstrainer von Firmen. Die Gemeinde, die Kirchengemeinde sind sowas wie GmbH geworden, Firmen geworden. Die haben also ein komplettes Plan, Management und Werbung, alles. Die funktionieren genauso wie ein GmbH.
ein AG. Du hast also, man hat also oben also der Pastor, der Oberpastor, der ist also sowas wie der, wie sagt man das, also ein Manager, ein CEO und hat also eine riesige Firma. Habt ihr nicht gesehen, lieber Geschwister, wie ihre Firmen, die Firmen tragen sogar ihren Namen. Joyce Meyer Ministry, Dada Ministry, oh, T.D. Jakes Ministry oder so Ministry. Habt ihr nicht gesehen, lieber Geschwister? Die Gemeinde, diese sogenannte Kirchen, die haben sogar den Namen von der Erfinder, der Gründer. Was predigen sie? Das Geld. Geld, Geld, Geld. Und das ist doch, was die Bibel uns hier sagt. Wir treiben keinen Handel. Wir machen kein Geschäft. Und das Produkt hier, das Produkt in diese Firmen ist Yeshua Mashiach. Dieser Name. Ohne seine Kraft, ohne die Heiligung, ohne seine Heiligkeit. Gar nichts. Nur dieser Name. Der falsche Yeshua Mashiach. Der andere, Jesus. Mein Bruder, meine Schwester, wenn du da drin bist, raus. In der Stunde der Wahrheit sagen wir die Wahrheit nach der Bibel, wie die Bibel es sagt. Nicht was von William ist, von Bruder William ist, nein. Was der Herr Yeshua Mashiach uns sagt. Halleluja. Die Pastor, die sind Geschäftsmänner geworden. Jeden Monat kriegen sie 10% von alle ihre Diener. Und die bringen immer die 10%. Aber der Typ selber, zu wem gibt er seine 10%? Der sagt, ja, ich bin ein Geschäftsmann, ich habe so viele Bücher geschrieben, ich habe das und das gemacht, ich habe das und das gemacht. Umsonst hast du bekommen, umsonst gibst du. Das haben wir letztes Mal gesagt. Man kann doch nicht also das Wort Gottes verkaufen. Steht hier eine Gemeinde, die Leute treffen sich und dann, okay, wir geben für die Kinder, wir geben für dieses Projekt. Geben wir für dieses Projekt. In einem Tag. Du siehst Leute, die geben nicht mehr fröhlich. Die stehen auf und dann sagen sie bloß, ach Wahnsinn, heute, ich bin nur mit 10 Euro gekommen. Meine ganzen 10 Euro sind weg. Aber der Herr liebt also einen fröhlichen Geber. Sieht die nicht, dass es also eine Heuchelei ist? Heuchelei im Haus des Herrn. Heuchelei in der Versammlung. Jemand lebt in der Sünde und in diese Gemeinden. Oh, die Sünde, diese sexuelle Sünde. Also Unzucht. Boah, das ist unglaublich. Sex vor der Ehe, das ist unglaublich. Die Leute leben also zusammen, die küssen sich, also die sind zusammen, nicht mal verheiratet, in solche Gemeinden. Die Sünde herrscht. Mein Bruder, meine Schwester, also du hörst mich gerade, tut Buße, kehrt zurück. Die Bibel sagt also, sucht erstmal, wir müssen erstmal das Reich des Herrn suchen und dann kommt der Rest. Halleluja. Unsere Augen müssen immer, unsere Gedanken, alles immer zu Yeshua Mashiach gerichtet bleiben. Und nicht also die Sachen dieser Welt. Meine Schwester, meine Geschwister, wir müssen Buße tun. Wir müssen Buße tun. Dieses Geschäft, also mit dem Wort Gottes, das geht so weit, also ich bringe das Thema nochmal. Ich möchte gerne also beide zusammenbringen. Die Leute, die
Also die kaufen die Lieder, die kaufen, das hatte ich also letztes Mal gesagt, ich möchte das Thema nochmal bringen. Wir heute, wir müssen an die Menschen denken. Gott braucht das Geld überhaupt nicht. Ihm gehört alles. Wenn wir Geld haben, wenn wir was haben, dann müssen wir an die Armen, an die Menschen denken. Die Menschen, die nichts haben. So müssen wir geben. Geben, damit das Werk Gottes, damit das Werk Elohims weiter nach vorne, damit es weitergeht, nach vorne bringen. Geben für die richtige Projekte. Waisenkinder, arme Kinder, Witwe und. Obdachlose, Leute, die nichts haben. Und nicht immer diese fette, Herr. Von oben, der Manager, der CEO, der sogenannte Bischof oder Pastor oder keine Ahnung, der kriegt monatlich so viel. Das ist der Grund, warum sie immer, die wollen also, dass die Gemeinde noch größer und immer größer wird. Und in dieser Gemeinde sind so 1000 Leute und die sich nicht mal kennen. Hauptsache am Ende des Monats zahlen sie ihre Zehnte und jeden Sonntag werden sie immer ausgeraubt, also mit diesen ganzen verschiedenen Opfergabe. Opfergabe Nummer 1. Und dann, jetzt gibt es eine spezielle Opfergabe für die Leute, die das also zahlen werden. Für die Leute, die 1000 Euro gerade haben, die bekommen ein spezielles Gebet. Die werden also ein spezielles Segen bekommen. Was für eine Lüge! Habt ihr nicht bemerkt? Das ist doch, was sie machen. Warum bringe ich also diese ganze Sachen, lieber Geschwister? Es ist damit die richtigen Kinder, Joshua Mashiach, die wahre Kinder Joshua Mashiach, die Stimme hören, die Stimme, die sagt, zurück zu Joshua Mashiach, zurück zum Wort, zurück zum Herrn, diese Stimme hören. Deswegen sagte der Herr, sagte sogar, meine Schafe hören meine Stimme und die erkennen die Stimme. Und wenn sie die Stimme erkannt haben, die folgen Meister. Halleluja. Also wenn du diese Stimme erkannt hast, du merkst, du siehst also bei dir in dieser Gemeinde herrscht also ein anderes Evangelium. Herrscht also ein anderer Joshua Mashiach. Mein Bruder, meine Schwester. Schnell wegrennen. Raus. Geh einfach raus. Ja, es mag also irgendwie hart klingen und so, aber raus! Geh zu Joshua Mashiach! Die Zeit ist gekommen, dass wir zu Joshua gehen. Nicht zu den Menschen, nicht zu irgendwelchen Systemorganisationen. Nein, zu Joshua, unser Retter. Er allein ist der Retter. Er will also eine persönliche Beziehung mit dir haben. Er möchte sich mit dir also versöhnen. Zurück zu Joshua Mashiach, zurück zu seinem Wort. Wenn wir sein Wort nehmen, dann werden wir frei sein. Lieber Geschwister, ich war auch so angekettet. Ein Sklave. Jeden Sonntag musste ich also immer so ein tolles Anzug suchen, also so schick, ich musste mich also schick anziehen, so Schuhe und nur zu, Wahnsinn. Und vor allem also die afrikanische und amerikanische Gemeinde da, jeden Sonntag, wie die Leute sich kleiden. Das ist also sowas wie ein Modegeschäft. Modegeschäft, jeder kommt und zeigt, dass er seine neue Krawatte und.
So viel Geld, also wir haben so viel Geld ausgegeben, nur damit wir unsere Sonntagskleidungen haben. Die Sonntagskleidungen, also so viele Kleidungen nur für Sonntag. Aber dann ist Yehoshua Mashiach in unser Leben gekommen. Er hat uns die Augen aufgemacht und gezeigt, komm zurück. Und heute sind wir befreit. Und wir geben ganz anders, freiwillig, fröhlich an die Armen, an Waisenkinder, an Witwe und. Und das bringt Freude im Herz. Hören wir alle auf, Geschäfte mit dem Wort Yehoshua Mashiach zu tun. Kehren wir alle zurück zum Herrn und leben wir die Wahrheit, sein Wort. Es war eine kleine Ermutigung im Namen Yehoshua Mashiach. Ich danke euch und ich bete, dass der Herr euch, uns alle, die Augen aufmacht. Und dass er das weiter und weiter macht. Im Namen Yehoshua Mashiach. Sei gesegnet. Amen.